6.500 Zuschauer sahen in der Frankfurter Eissporthalle einen Blitzstart der Löwen. Bereits in der zweiten Minute brachte Roland Meyer die Gastgeber im Derby gegen Kassel in Führung. Danach hatten die Löwen gegen zunächst harmlose Kasseler weitere gute Chancen, verpassten es aber, den Vorsprung auszubauen. Nach einer Viertelstunde nutzte Kassel eine Frankfurter Strafzeit. Michael Christ fälschte einen Schlagschuss von Alexander Heinrich ab. Löwentorhüter Daniel Kovacic war machtlos. Kurz vor der ersten Drittelpause gingen die Huskies nach einem erneuten Überzahlspiel sogar in Führung. Gästekapitän Manuel Klinge traf zum glücklichen 1:2. Zu Beginn des Mittelabschnitts überstanden die Löwen eine erneute Unterzahlsituation und eine Minute lang waren sogar nur drei Frankfurter Feldspieler auf dem Eis. Das Powerplay-Spiel der Löwen klappte in der 30. Minute dann deutlich besser. Nach einem Schuss von Roland Meyer stocherte Tom Fiedler den Puck zum 2:2-Ausgleich über die Linie. Vor der Partie führte Frankfurt die Meisterrunde lediglich aufgrund der um einen Treffer besseren Tordifferenz gegenüber Kassel an. Eng ging es am Freitag auch im dritten Drittel zu. In der von beiden Seiten sehr intensiv geführten Partie fiel aber kein weiterer Treffer mehr. Sowohl Frankfurts Torhüter Daniel Kovacic als auch Kassels Schlussmann Benjamin Finkenrath liefen im Schlussdrittel und in der Verlängerung zur Höchstform auf. Auch im Penaltyschießen fielen in den ersten beiden Durchgängen keine Tore. Im dritten Durchgang verlud Frankfurts Lenny Gehr Benjamin Finkenrath und brachte die Löwen mit 3:2 in Führung. Anschließend machte Daniel Kovacic gegen Kassels Manuel Klinge den Derby-Sieg perfekt. An, fühlt sich nicht als Matchwinner an, weil ich sag mal, dazu gehört immer eine ganze Mannschaft. Wir verlieren zusammen und wir gewinnen zusammen. Deswegen, also einen einzelnen Matchwinner gibt es normalerweise nie. Es gehört auch beim Penaltyschießen noch ein bisschen Glück dazu. Ich denke, dass das für uns ein ganz, ganz verdienter Sieg war. Es war spannend und so, wie man sich das Derby auch wünscht. Ich sag mal, für die Fans war es, glaube ich, super. Für uns war es super. Und mit dem Sieg natürlich nach Hause zu gehen, ist immer super schön. Wir waren zwei hervorragende Mannschaften heute und das unterstreiche ich auch, was Joli gesagt hat. Die Spiele, die wir gegeneinander spielen, auch gegen Nauheim, das ist das Schlimme dabei, dass das keine Oberligaspiele sind. Und wenn man sich dann mal ein Bundesligaspiel anschaut, die noch 3-4 Ausländer mehr auf dem Eis haben als wir, ich denke, da können wir sehr, sehr, sehr mit unserem Niveau und unserer Arbeit von beiden Vereinen zufrieden sein. Bereits am Sonntag sind die Löwen in einem weiteren Derby gefordert. Dann steht das Spiel in Bad Nauheim auf dem Programm. Ich meine, so ein Wochenende ist auch selten und da müssen wir uns auch, ich sag mal, gedanklich bei der Sache halten und dürfen nicht abschalten und müssen eigentlich genau da weitermachen, wo wir jetzt aufgehört haben.